willkommen zurück hier. Die Nachtmärsbauern sind wieder da und ja, ich habe mir was Neues gegönnt hier hinten da. Oh Gott. Zum Verladen. Ich hoffe mal, dass es damit ein bisschen besser geht. Werden wir gleich mal gucken. Ja, und ansonsten, der Andi ist auch irgendwo hier. Ich weiß nicht, was der wieder für Sachen macht. Was treibst du denn Schönes? Ich tue Kalk verladen. Sieht sehr professionell aus, wie ich das da mache. Das ist absolut okay. Da spricht nichts dagegen, dass es nicht so sein soll. Also so professionell wie ich auch gerade hier. Guck mal, der ist direkt reingefallen. Perfekt. Was? Reingefallen? Und der ist aus der Gabel rausgefallen, der eine Baumstamm, und ist direkt in den Anhänger. Ach so, okay. Stream Delay. Ach so. Ich habe nicht gesehen, was du getan hast. Nee, ich hatte gerade die Kalkpalette eigentlich relativ okay aufgeladen. Und dann hat sie sich irgendwie von der Gabel fast runtergepackt und hing an den letzten 2 mm der Gabel, und so habe ich die dann abgeladen. Oh ja. Die hat ja auch schon wieder relativ viel Eigenleben, die Palette. Und mein Düngersteuer ist wohl immer noch zu leicht. Soll das so sein? Weiß ich nicht. Okay, es funktioniert. Der Rest ist mir egal. So, ich habe mal nachgeguckt. Ich brauche ungefähr 13.000 Liter Kalk. Mal gucken, was da in die Kiste da so reingeht. Und dann gehen wir mal los. Ich hoffe, das kriegen wir heute noch hin, hier mit ansehen. Das wäre ja schön. Der will nicht. Der will nicht? Der hängt ein bisschen krumm. Ich kriege. Also, gut. Mit Gewalt geht alles. Ah. Okay, okay. Ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen schieben gleich. Weil die Beladung sieht nicht so gut aus. Aber das machen wir. Komm, guck mal. Das machen wir einfach so. Aha. Zack, so. Guck mal. Ha, perfekt. Also die Physik von den Kalkpaletten ist irgendwie mysteriös. Die machen merkwürdige Dinge. So, kann man jetzt mal den mal wegräumen. Der kommt wieder direkt in die Schreinerei rein. Ist vielleicht ein Eicherhubbel, den du da. Oh Gottes Willen. Das nächste Gerät, was er gleich kaputt macht. Oh Gott, das ist Gacki. Was denn? Geht doch alles. Hast du da einen Shortplatz oder was ist so dein Ziel, was du da quasi baust? Ich meine, der die Taifun kaputt, der Radlader kaputt, ja, der Anhänger kaputt. Ist wirklich kaputt. Hilfe! Komm, stell dich hin. Stell dich wieder hin. Gut so. Ich finde es irgendwie ein bisschen lustig. Ich habe hinten an meinem Walter habe ich den Düngesteuer mit 3000 Liter Dünger. Und der ist aber wohl als Gegengewicht nicht schwer genug, aber das Gewicht mit 1,5 Tonnen, das ist schwer genug. Boah. Ich verstehe diese Logik nicht ganz, aber okay. Ich muss ja auch nicht alles verstehen. Kann alles essen. So, müssen wir den mal hier aus dem Weg stellen. Ach, es steht. Was ist? Radlader, komm. Du musst doch hier das kleine Bäumchen schaffen. Das sieht sehr schön aus, was du da machst, Gacki. Schönheit ist egal. Hauptsache, es funktioniert. Ja, es ist ein bisschen bewundernswert. Das ist ja. Na gut.
sollten sich, glaube ich, nur... Oh, ich darf das noch nicht machen. Hm? Na, ich habe Angst, wenn ich jetzt das Holz einlagere, dass er dann vielleicht auch das Holz vom Anhänger mitnimmt. Hm. Den muss ich dann erstmal woanders hinstellen. Und schon wieder die Taifun kaputt gemacht? Ja. Ich hasse dünne Bäume. Ja, es liegt bestimmt an den Bäumen. Ja, auf jeden Fall. Oh. Da fällt mir ja ein, ich kann ja sogar den Kalksteuer überladen. Ja. Wie viel Kalk habe ich da jetzt drin? 14.000 Liter, 99%. Ja, passt doch. Sollte doch eigentlich passen, ne? Ja. Eigentlich ja. Oh, ich habe 111.000. Kannst du mir 80 Euro überweisen, Gacki? Nein. Warum? Oh. Kann ich denn 80 Euro jetzt irgendwie herbekommen? Wieso brauchst du 80 Euro? Dann habe ich 111.111. Achso. Das würde ich jetzt ja toll finden. Danke, Kesu. Ah, sehr schön. Er hat einen Clip gemacht. Sehr gut, Kesu. Komm. Genau, nur einen. Und der rutscht na klar raus. Oh. Ich wusste, ich hätte doch die andere Zange nehmen sollen. Die andere Zange? Ja, die Mistpoldergabel. Die schöne oder was? Das Problem ist halt bei der hier, die hat halt einen relativ großen Durchmesser. Wenn du da nur einen Baumstamm nimmst, der rutscht halt wieder raus. Da musste zwangsweise irgendwie 4, 5, 6 Stück nehmen, damit die überhaupt eingeklemmt werden. Hm. Das ist wieder der Nachteil von dem großen Teil hier. Ich habe vor kurzem so einen Holz-LKW gesehen, der bei uns hier Bäume abgeladen hat. Das war cool. Hm. So, ich glaube, ich muss einmal runterfahren, ne? Hier. Ja, gut. Ja, was magst du so, Kaki? Hm? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Rambazamba. Ich hab's gerade ein bisschen gemütlich. Ich fahre hier so mit gemütlichen 10 km/h den Berg hoch. Was man halt so macht, ne? Oh. Ein bisschen hier rumtingeln. Man kennt es. Aber ich glaube, bergunter bin ich schnell. Ja, könnte ich mir vorstellen. Wolltest du nur 40 Tonnen, also eigentlich. Das kann ich mir anstellen. Da läuft's Abendessen rum. Hallo. Ich glaube, wir testen mal die andere Zange. Aber so. Diesmal lassen wir die aber hier. Aber bevor wir das machen, verkaufen wir einmal Holz. Auch wenn er noch nicht wirklich voll ist. Also er ist bei 16,6 Tonnen geblieben. Also gibt's hier... wird das Gewicht da nicht drauf gerechnet. Das ist ein bisschen schade, dass sie das immer noch nicht im Griff haben. Aber gut. Es wurde dies. Mir klebt da so eine Taifun unter den Rädern. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, das kommt halt davon, wenn man so sein Zeug nicht aufräumt, Gacki, würde ich sagen. Es ist alles ein bisschen uneben hier.
Komme ich ja, glaube ich, nie wieder raus. Ich glaube, ich krieg das mit Pflügen nicht mehr hin, ne? Ich müsste ja auch noch pflügen und walzen. So, ist doch noch lange. Es ist August, da ist doch lange hell. Mal gucken. Ob ich das hinkriege. So, jetzt müssen wir einmal hier mal so. Einmal wechseln. Passt. So. Oh. Los geht er, der Bieder. Bin ich ja mal gespannt, was jetzt der Anhänger dann bringt hier an Geld. 3,50. Naja, ein bisschen mehr hoffe ich doch schon. Er ist zwar jetzt nicht wirklich voll beladen, aber... Naja, eigentlich ist er leer. Eigentlich ist er leer, ja. Es lohnt sich ja gar nicht, den eigentlich wegzufahren. Och doch. Okay. Synchro. Was ist Synchro? Oh, eben ist eben so ein Holz dann irgendwie ein bisschen komisch durch die Gegend gebackt, gerade beim Fahren. Und wieder. Der lebt. Lebt denn der alte Holzstämme noch? Holzstämmle noch. Ah, sorry, jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich denn hin? Ich vergesse das immer wieder. Hier war das. Ja. Erste Ding. Also darum. Genau. Erste bei der Unterführung. Ja, du fährst direkt an. Nee, du. Ich bin auf der. Doch, ich bin auch auf der ersten. Nee, du musst beim Dorf hoch, oder? Mhm. Das war aber auch knapp an der Schranke vorbei. Oh. Was? Karaoke-Stream incoming? Ja. Direkt ja. Beim Herrn Andi. Klar, hier. Meine Singstimme will doch jeder hören hier. Doch völlig logisch. Kann auch noch andere tolle Lieder singen. Mein Holz hat irgendwie Angst. Ja? Das zittert und leckt da hinten auf dem Anhänger drauf, das ist nicht mehr feierlich. Ach ja, jetzt sehe ich's. Ja gut, wenn du mein Fahrer wärst, würde ich auch Angst haben wollen. Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm, wenn der Keso fährt, dann würde ich wahrscheinlich weglaufen, aber... Was darf ich präsentieren? DJ Andy, die heiße Kuh. Ich kann tatsächlich ein bisschen auflegen. Es ist zwar nicht gut, aber ich kann's. Ich könnte am Samstag, morgen könnte ich meine DJ-Skills mit die heiße Kuh könnte ich mal unter Beweis stellen. Oha. Wir sind gleich da. Ich muss mal mein DJ fragen, ob er denn willig ist, ein Mischpult für ein oder zwei Tags zu übertragen. So, jetzt wird spannend. Okay. Ja. Okay. 9.900 Euro. Naja. Ausbaufähig. Das ist immerhin schon die Miete vom Radlader. Du hast aber noch den Holzvollernter, den du auch noch bezahlen musst. Ja, das war ja jetzt die ersten zwei Bäume. Da liegen ja noch gefühlt 100 solche LKW-Ladungen voll darum. 100 LKW-Ladungen? So beladen wie der jetzt war. Ach so, ja, mit zwei Baumstämmen mit auf. Hm? Soll ich mal dein LKW beladen? Nö, ich mach das schon. Ich will ja Spaß haben. Dann musst du ja nur einmal fahren. Ich,
ich kenne das mit deinem Straßenkehrwagen da damals. Was? Ja, ich hatte ja wirklich auch überlegt, ob ich mir nicht einfach so einen Holzanhänger hole und das mit dem Kran belade, aber das, das kann ich, glaube ich, noch weniger. Es gibt aber auch so einen LKW, so einen kleinen, der hat gleich einen Kran mit dabei. Ja, aber mit dem Kran komme ich noch weniger zurecht wie mit dem Frontlader. Ja, doch, das mit dem Kran geht. Ich finde das okay. Aber ich werde jetzt erst einmal noch die Bräser holen und erstmal wieder ein paar Baumstümpfe wegmachen. Die Väter. Ja, und die andere Gabel, die hole ich in der Aufnahmepause. Ja, da werde ich dann wahrscheinlich mal mit dem... Ich weiß nicht, ob ich mir so einen Tiefenlocker kaufe oder ob ich mir miete. Hier habe ich so das Gefühl, ich werde meinen Flug da irgendwie nicht mehr aus der Halle rausbekommen. Dann setz ihn doch zurück. Nö. Finde den da toll, wie er da steht. Das habe ich mir mit ganz viel Mühe und harten Schweiß erkämpft. Ich will diesen Zustand nicht einfach wieder herschenken. Okay. Und hast du denn mittlerweile schon Erfahrungsberichte zwecks Nachtvorspulen? Nee. Gut, wie machen wir das dann? Ich würde sagen, wir machen es auf den 360er Vorlauf dann. Okay. Sicher ist sicher. Weil das Ding ist halt im Hardcore-Projekt spulen wir ja vor durch den Mod. Mhm. Und bei allen anderen Projekten, die ich so mache, habe ich halt zum Beispiel diese BGA nicht im Betrieb. Hm. Da habe ich nur ja die Standard-BGAs und die produzieren Geld. Hm. Und warum haben wir hier nicht das Update von DAUF? Von der BGA? Weil wir sie dann einmal neu bauen müssten und sie kein Geld mehr macht. Okay. Ja, neu bauen wäre schlecht. Ja. Ja, Geld macht sich schon noch, aber halt wahrscheinlich weniger. Aussage Castor, sie ist keine Gelddruckmaschine mehr. Hm. Und so steht es wirklich in der Beschreibung. Und sie ist halt auch komplexer geworden. Ja gut, komplexer. Also sie ist... besser geworden, was das Verteilen angeht und so. So, also das mit der Berechnung von dem Kalk, das hat ja jetzt nicht ganz so gut funktioniert, hä? Da nicht rüber. Hat's nicht funktioniert? Nee. Hm. Also hier steht drin, ich brauche 13.000 Liter Kalk. Und ich habe jetzt gleich 14.000 Liter verballert und habe aber noch drei Bahnen zu fahren. Ja, schlecht. So, wieso will der hier nicht? Na komm, dann machen wir den erstmal weg. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich verschaut habe, aber hier Feld 13, Kalk. Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht. So, dann können wir mal die Teller wieder einklappen. Stören, glaube ich, ein bisschen auf der Straße, wenn wir die ausgeklappt lassen. Ja, dann klapp du deine Teller ein und ich hau die Klappe über die Folge zu. Wenn es dir recht ist. Ja, du bist da dran. Gut, ja, dann, liebe Leute, Feierabend für YouTube. Auf Twitch geht es, na klar, noch eine ganze Ecke weiter. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ja, schaut gerne rein, jeden
Tag um 12 Uhr bei mir und bei Andi auf dem Kanal und freitags abends live auf Twitch. Das war's von mir. Ich sag tschüss, ciao und bis dahin. Ja, ja, vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und macht mal ein bisschen Action hier unter den Videos. Lasst mal einen Kommentar da oder so. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.